war auch alles kontrolliert. Ziehen also noch okay. Jetzt wieder damit zusammenbauen. Hier den Kolbenring. Jo. Hier habe ich heute vergessen, glaube ich. Guckt ja auch noch nie die Stumpf drunter. Ventile. Ist die Kerze raus? Ja, die haben wir kontrolliert bei dem, zumindest mal. Siehst du, so schnell hat man was vergessen. Bauen wir auch wieder direkt zusammen. Das hat man kontrolliert, ne? Ach, Quark! Ventile rein. Ventile sind kontrolliert. Auch kontrolliert. Auch kontrolliert. Auch kontrolliert. Okay. So, Entschuldigung, bei mir ist irgendwie immer, wenn ich aufnehme, richtig Party hier. Das ist auch nicht so. So, das hatten wir auch kontrolliert, ne? Jawohl. So, weiter zusammenbauen. Die hatten wir auch kontrolliert. Jawohl, hatten wir auch. So. Hatten wir auch kontrolliert. Hatten wir auch kontrolliert. So, jede Menge Arbeit. Wahnsinn. Hatten wir auch kontrolliert. Gut. Ja. Okay. Sehr schön. So, die Kerzen. Machen wir am Schluss. Ah, da habe ich den kompletten Zylinder demontiert. Und aber hier unten, ja, muss man noch mal auseinander schrauben. Stöße und den Kasten noch. Eins. Auch noch mal raus. Ja, manchmal bin ich echt zu schnell. Ventile, vor allem nach oben raus. Okay, ich kann die Ventile. Nach oben. Das gute Stück auch noch raus. Ein Zylinderkopf. Das ist mein unteren Teil. Seht ihr? Die haben wir schon vergessen. Die hätten wir vergessen. So. Seht ihr? Seht ihr? So schnell hatten wir es vergessen. So. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, wo das sowas schon mal vergessen hat.
Hat man auch kontrolliert. Das gute Stück hat man auch kontrolliert. Ich kontrolliere jetzt alles nach, weil letztes Mal hat mich so aufgeregt, dass ich irgendwas vergessen habe. Das können nur hier diese Dichtungen gewesen sein. Ja. Noch gar nichts. Ist auch noch okay. So. Aber inspiziere das Flugzeug ist noch nicht fertig, ne? So. Die Katzen hatten wir, glaube ich, vergessen. Ich bin mir aber nicht sicher. Können wir gleich mal gucken. So, ist da drin und dann gucken wir noch einmal, was gibt es da. Die sind noch alle okay. Okay. Sind alle gelb? Okay. Einfach mal hier zusammenbauen. So, haben wir die Seite fertig, ne? Hier nochmal die Zündkerzen rein. Hier auch noch. Der ist doch kaputt. Der ist doch gut, oder? Der ist, glaube ich, rot lackiert. Und das gut lackiert. Ja, das gut lackiert. Die sind auch in Ordnung. So, okay. Weiter zusammenbauen. Und zack, und zack, und zack, und zack. So. Wir haben echt gar nichts vergessen, oder? Nein, hatten wir, haben wir, haben wir. Jedenfalls werden wir wahrscheinlich vergessen zu inspizieren, aber ich weiß nicht was. Also das war letztes Mal bei Motor, wo ich den Motor kontrollieren sollte, habe ich das wahrscheinlich vergessen. Interessant. Drei Schreibchen sind auch fest. Warten, bis alles fertig geschraubt ist. Ich habe mir auch sagen lassen, dass dann dieser Fehler auftaucht. So, wenn das Teil komplett einmal so ist, dann wissen wir, ist auf jeden Fall richtig fest. Deswegen sollte man die Zeit auch abwarten. Ich weiß. So. Alles gut und schön, aber jetzt. Wenn ich das komplette Flugzeug inspiziert hätte, beziehungsweise es wird wahrscheinlich aufploppen, wenn ich alle Teile angebaut habe, kann ich mir noch so vorstellen, dass dann das Flugzeug fertig inspiziert ist. Ansonsten ja, kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen.
Abdeckung dran. So, die ist dran. Die obere Motorabdeckung. Da wird es man wahrscheinlich am besten sehen. Ja, relativ. So. So, dann hier die Klappe dran. So. Kann man auch später einen Motor tauschen oder so. So. Das ist fest. So, dann haben wir da alles fertig. Das ist eigentlich viel dabei, ne? Kleiner. Dann tun wir gerade das Rad, dann sind wir auf der Seite auch fertig. Abdeckung noch dran. So. Das würde ich wie beim Auto auch wahrscheinlich über kurz anziehen. So. Ja, inspiziere das Flugzeug. Alles klar. Wenn man alle defekten Teile ersetzt, dann ist man da fertig. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch tanken, ja. Ja. Okay. Weiter nehmen. Das wird's dann halt heute am. Wie gesagt, die Folge werde ich wahrscheinlich auch ausblenden. Ich nehme jetzt nur 30 Minuten auf. Ich habe die Zeit aus den Augen kurz verloren. Wie gesagt, es tut mir dann leid. Dann wird es halt einen harten Cut geben, aber ja. Beziehungsweise, wenn ihr das seht, dann ist das schon eigentlich passiert. Inzwischen habe ich die Zeit aus den Augen verloren. Dann muss man halt das Video halbieren. Kann man es nicht. So, aber nichtsdestotrotz, wir tanken das gute Stück noch vor ihr Tisch. Komplett leer. So. So, alle Hauptbedingungen erfüllt. Wir räumen nochmal auf. Dieter fährt nach Hause. Und ich würde sagen, das war's auch dann mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Daumen hoch, Daumen runter. Abonnieren kostenlos, habt ihr die Möglichkeit. Und gern was in die Kommentare schreiben. Würde mich gern freuen. Ich schließe die Kommentare, wenn welche da sind. Und ja, bis dann. Haut rein. Ciao. Eure Pizzi.